Zusätzlich zu dieser Transformatoranordnung haben wir es hier, und das ist etwas ganz Besonderes, das nutzt Desi auch bei seinen Anlagen, mit sogenannten gekoppelten Schwingkreisen zu tun. Hier unten schwingt die Energie hin und her, der Strom fließt mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, und es überträgt sich hier auf dieser Anordnung, da schwingt der Strom auch in die eine und in die andere Richtung hin und her, und durch diese Resonanz, die sich dadurch aufbaut, erreichen wir diese große Spannung und erreicht Desi zum Beispiel auch die große Beschleunigung der Teilchen. So, die Kollegen haben die Stangen jetzt etwas weiter rangeschoben. Ich hoffe, Sie können jetzt, der Blitz ist jetzt nicht mehr so schüchtern, kommt noch mal nach vorne und schlägt dann auch mal in die Stangen ein, damit Sie den Unterschied sehen können zwischen einem zuckenden Blitz, der in der Luft sucht, und einem Blitz, der sich im Metall entlädt. Und diejenigen von Ihnen, die gerade frisch dazugekommen sind, wenn Sie schreckhaft sind, stecken Sie sich einfach die Finger in die Ohren. Wir machen hier drin Blitze, ordentlich große, lange Blitze, und das ist ein bisschen laut. Also Finger in die Ohren stecken, wenn es zu laut ist, und trotzdem viel Spaß bei dem haben, was jetzt passiert. Ich starte jetzt nochmal die Maschine. So, Sie haben gesehen, ein paar Mal ist er eingeschlagen. Und Sie haben auch gleich gehört, sobald er Metall findet und sobald er sich entlädt, wird er gleich deutlich lauter und kräftiger und weiß. Der MBW Energy Tower ist ein Tesla-Transformator. Tesla-Transformator heißt, der Erfinder von diesem Gerät ist ein Mann namens Nikola Tesla. Und Nikola Tesla ist leider fast in Vergessenheit geraten bei ganz vielen Menschen, bei einigen nicht, die verehren ihn sehr. Und es ist auch wichtig, so ihn zu verehren, weil er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Sie heute einfach einen Lichtschalter einschalten können und es leuchtet, und dass Sie einfach einen Stecker in die Steckdose stecken können und Sie haben Strom, für was auch immer Sie ihn brauchen, weil er derjenige ist, der die Grundlagen geschaffen hat für die Wechselspannungstechnik, wie wir sie heute nutzen, um Energie von einem großen Kraftwerk, zum Beispiel ein großes Wasserkraftwerk, was eben da sein muss, wo Wasser ist, zu den Städten zu transportieren und dort zur Verfügung zu stellen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und die gesamten technischen Grundlagen hat Nikola Tesla geschaffen. Und ein Abfallprodukt dieser Forschung oder ein Produkt, sagen wir mal Produkt dieser Forschung, sind eben auch diese Tesla-Transformatoren, die dieses Prinzip der Wechselspannung, dieses Prinzip von Resonanzen und so weiter aufgreifen und damit Blitze produzieren und übrigens auch die Grundlage für Radiotechnik darstellen. Also wenn Sie heute ein Radio anschalten, denken Sie wahrscheinlich nicht dran, aber dann benutzen Sie Techniken, die damals Nikola Tesla vor ungefähr 110 Jahren entwickelt hat. Das Tolle an diesem Energy Tower ist hier, dass wir ihn ohne Faraday-Käfig vorführen können. Das heißt, wir haben keinen großen Käfig drumherum, um die Blitze einzusperren. Sie können die Blitze live erleben. Er ist ein bisschen schüchtern, er schlägt immer nach hinten, aber naja, wie das eben mit so Blitzen ist. Aber wir haben natürlich trotzdem einen Faraday-Käfig mitgebracht, einen kleinen, den meine lieben Kollegen jetzt hier heranschieben, denn wir wollen nicht etwas demonstrieren. Faraday-Käfig haben Sie bestimmt alle schon mal gehört. Beim Auto zum Beispiel ist es so, wenn es einen Blitz, ein Gewitter gibt, Sie sitzen im Auto und es blitzt, dann schlägt der Blitz in das Auto ein, und wenn das komplett, wenn das kein Cabrio ist, sondern ein Metalldach hat, wenn Sie die Fenster zu haben und schön drin sitzen, kann Ihnen da drin nichts passieren. Faraday-Käfige blockieren die Elektrizität, also der Blitz kommt nicht durch das Metall durch. Und um Ihnen das zu zeigen, haben wir hier einen kleinen Faraday-Käfig vorbereitet, der aus einem ganz normalen Gitter besteht, das ist Metall, alles miteinander verbunden. Hier hinten schließen wir eine Erdungsstange an, damit dieser Käfig schön geerdet ist. Und jetzt wird sich mein lieber Kollege Jens dort reinsetzen. Ja, gerne, applaudieren Sie ihn. So, das ist der schöne Teil, jetzt machen wir die Tür zu. Der andere Kollege kommt auch noch. Gut, ich setze mich auch ein und einer bedient die Maschine. Nein, da würdet ihr blöd gucken, glaube ich. Was man nicht machen darf, wenn man im Faraday-Käfig drin ist, ist, wie der Kollege das gerade tut, die Finger rauszustecken, weil der Blitz kommt nicht durch den Käfig, aber wenn Sie die Finger rausstrecken, helfen Sie ihm natürlich.
Ne? Genauso wie man bei einem Löwenkäfig auch nicht den Finger reinsteckt, darf man bei einem Fahrrad den Finger nicht rausstecken. Die Kollegen sitzen jetzt da drin und ich werde jetzt den Tesla-Trafo nochmal einschalten und dann wollen wir mal schauen, was passiert, ob der Blitz einschlägt. Jetzt müsst ihr übrigens drin sitzen bleiben, jetzt dürft ihr nicht mehr raus. Achten Sie mal darauf, auf die Spitze da oben. Da bilden sich schöne Entladungen, wenn der Blitz da nicht einschlagen sollte. Ja, und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal die Maschine und gucken mal, wie es den beiden ergeht. Aber jetzt gemütlich, ne? Ja, ja, dann starte ich jetzt mal. Meine Damen und Herren, ich lege wieder los. Wenn es Ihnen zu laut ist, Finger in die Ohren stecken und ansonsten viel Spaß bei dem, was da jetzt kommt. So, Jungs, und euch geht's jetzt an den Kragen. Naja, aber, ja, haben wir auch schon überlegt, wenn wir den nach hinten schieben, dann sieht man die aber nicht. Aber was Sie vielleicht gesehen haben, erstmal herzlichen Applaus für den Mut der beiden hier. Ja, jetzt kannst du auch raus. Er ist ja fast eingeschlagen. Also im Augenblick tendiert er sehr nach hinten. Wir wissen nicht warum, ehrlich gesagt, da hinten in der Wand ist wohl sehr viel Metall und das ist etwas, der Blitz möchte sich ja gerne entladen und so ein Blitz sieht die Welt mit ganz anderen Augen als wir und vielleicht ist es ihm da hinten viel sympathischer als hier vorne. Das hat aber ganz bestimmt nichts mit ihm zu tun, weil sie sind ein tolles Publikum. Aber wie gesagt, ein Blitz sieht das halt mit anderen Augen. Aber was Sie vielleicht hier gesehen haben, hier oben, war so eine Entladung, die sich auch manchmal so ein bisschen stärker entwickelt hat. Diese Entladung, die Sie da oben gesehen haben, die, glaube ich, auch sehr deutlich gezeigt hat, dass der ganze Käfig hier unter Spannung stand, nennt man Sankt-Elms-Feuer. Die Hamburger unter Ihnen, die Seeleute oder ehemaligen Seeleute oder wie auch immer, haben das bestimmt schon mal gehört. Sankt-Elms-Feuer ist etwas, wovor die Matrosen, die Seeleute damals sehr viel Angst hatten. Stellen Sie sich vor, auf so einem Segelschiff große Masten, so ähnlich wie dort, diese Spitzen und dort oben leuchtete das Violett. Was hat das bedeutet? Das hat meistens bedeutet, dass eigentlich immer das schlechte Wetter kam, dass ein Gewitter kam und Gewitter ist auf der See etwas sehr, sehr Unangenehmes und deswegen sind diese Sankt-Elms-Feuer auch immer mit einem sehr, sehr schlechten Omen belegt gewesen. Tatsächlich ist es aber nichts anderes als eine starke elektrische Aufladung. Die Spannung zwischen dem Torus da oben und dem Käfig war so groß, dass hier zum Teil schon die Teilchen rausgekommen sind und die Luft zum Leuchten angeregt haben, aber es hat eben genau nicht ausgereicht, um den Stromfluss zu schießen. Deswegen hat man nur dieses Leuchten gesehen und nicht den großen, kräftigen Blitz. Aber wir machen das ja heute noch den ganzen Tag und bestimmt wird er heute im Laufe des Tages nochmal einschlagen. Ja, meine Damen und Herren, das war die Vorführung jetzt um 15 Uhr. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie alle da gewesen sind. Dankeschön. Um 17 Uhr gibt es hier wieder Blitze. Sie sind herzlich eingeladen, nochmal wiederzukommen und genießen Sie die Zwischenzeit hier auf dem großen Gelände des DESI und haben Sie viel Spaß. Herzlichen Dank.